Yo Leute, was geht? Einen wunderschönen guten Morgen aus Hamburg. Es ist kurz vor neun, kaum was los auf den Straßen. Und die Sonne geht langsam auf und ich dachte mir, ich spaziere eine kleine Runde. Ich gebe euch einfach jetzt nochmal die letzten Infos, bevor es dann losgeht mit unserer Fixie-Tour. Die ist ja jetzt schon relativ bald. Und zwar befinden wir uns hier an der Schwanenwiegwiese, Dreischwerterwiese, wie auch immer. Ich werde euch das sowieso alles nochmal als Infodokument aufschreiben. Ja, man, auf jeden Fall derbe der schöne Platz hier, wo man öfters mal zum Chillen vorbeikommen kann oder einfach grillen, was auch immer. Ja, Leute, im Moment habe ich das Gefühl, es guckt doch der eine oder andere mein Video. Also so zwei, drei Leute finden sich da schon. Ja, Mann, und zwar habe ich ja vor ein paar Tagen die Umfrage gemacht, von wo aus wir starten wollen. Ob von Hamburg aus oder von Berlin. Und das haben jetzt einfach mal sage und schreibe 70 Leute Hamburg angekreuzt. Wenn von diesen 70 Leuten auch nur 5 Leute kommen, wäre ich schon derbe überrascht. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass es vielleicht doch ein paar mehr werden können. Was auf jeden Fall super nice wäre. Ja, auf jeden Fall jetzt nochmal so ein paar Infos für euch. Also, falls ihr Bock habt und wirklich dabei sein wollt, dann treffen wir uns am 11. August, also 11.8., das ist ein Samstag, treffen wir uns hier an der Schwanenwiegwiese um 5.30 Uhr. Das ist relativ früh morgens, das weiß ich auch. Aber wir wollen ja erstmal uns alle sammeln, der eine oder andere hat dann noch Verspätung, also so ein Puffer von 5.30 Uhr bis 6 Uhr, aber spätestens um 6 Uhr ist dann Abfahrt, dann werden wir alle zusammen mit Fahrrad, ob mit Drahtesel, mit Mountainbike, mit was auch immer, von hier aus losfahren und ja, dann bin ich richtig gespannt, wie das wird. Ja, man, an dieser Stelle auch nochmal ein mega Dankeschön. Wie krass ist der Trailrun, also wie viele von euch haben das Video zum Ultra Trail geguckt und Kommentare geschrieben und alles, ey, das ist ohne Scheiß und das freut mich so sehr, ihr glaubt es gar nicht. Nicht, wenn normal, ey. Also mega cool. Macht gerne weiter so. Mich freut es. Ja, Mann. Und ja, ich würde sagen, ich gebe euch gleich noch ein paar mehr Infos. Werde jetzt aber gleich mich erstmal mit meiner Oma treffen. Die habe ich zum Essen eingeladen, zum Frühstück. Also wir sehen uns. Ja, Mann. Stil echt mit Stadtrad unterwegs. Sind wir hier am Elbstrand. Und zwar haben ja viele Leute gefragt, wo geht jetzt eigentlich die Reise hin? Je nachdem, wie viele Leute kommen, habe ich jetzt mal so geguckt. Also man könnte so Richtung Lübeck hoch, also Scharbeutz, Timmendorfer Strand, Pelzerhaken, irgendwie in die Richtung. Das wären dann so um die 100 Kilometer. Oder wir fahren Richtung Weißenhäuser Strand. Das wäre dann genau die Strecke, die ich das erste Mal gefahren bin, wo ich von Hamburg Richtung Malmö gefahren bin. Also auch schön am Strand wäre auch eine Möglichkeit. Das sind dann so 120 Kilometer. Wir machen es einfach davon abhängig, wie viele Leute letztendlich wirklich am Samstag, den 11.8. nach Hamburg zu uns kommen. Ja, dann gucken wir einfach, worauf ihr am meisten Bock habt. Und dann fahren wir dahin, suchen uns einen netten Zeltplatz. Ja, wichtig, was solltet ihr dabei haben? Am besten genug zu trinken. Wir werden aber unterwegs auch noch Supermärkte suchen und alles. Ja, letztendlich ist euch natürlich freigestellt, ob ihr da dann mit uns pennen wollt oder nicht. Ansonsten würden wir einfach Richtung irgendeinem Campingplatz fahren. Die Leute, die dann wieder mit der Bahn zurückfahren wollen, fahren mit der Bahn zurück. Und ja, ich würde sagen, der Rest zeltet da. Packt euch Schlafsack ein, Zelt ein, Isomatte. Ja, und vom Ablauf her sonst am nächsten Tag einfach easy alle wieder mit der Bahn nach Hause. Denkt man, das ist der einfachste Weg. Ja, Mann, ich bin derbe gespannt. Also es haben jetzt so viele Leute zugesagt. Am Ende müssen wir uns vielleicht noch auf die Zeltplätze aufteilen, wenn tatsächlich so viele mitkommen sollten. Davon gehe ich jetzt mal nicht aus. Aber ich freue mich natürlich über das ein oder andere Gesicht, wer da alles am Start ist, euch auch mal kennenzulernen. Wetter wäre super, wenn das so ist wie heute. Sollte es regnen, ziehen wir das Ganze natürlich trotzdem durch. Es sei denn, es ist jetzt wirklich ein hartes Gewitter oder so angesagt, dann würden wir das Ganze natürlich abblasen. Davon gehe ich jetzt mal einfach nicht aus. Ich denke mal, die Bedingungen werden gut sein und ja. Ansonsten glaube ich, wisst ihr alle selber, was ihr braucht, um mitzufahren. Auf jeden Fall vielleicht ein Ersatzschlauch wäre nicht schlecht. Helm, ganz wichtig, dass jeder echt einen Helm am Start hat. Ich würde sagen, dann sehen wir uns am 11.8. um 5.30 Uhr, Schwanenwiegwiese. Ich schreibe nochmal alle Infos rein und dann sehen wir uns.